Also, wenn mein Mikro nicht funktioniert, dann synchronisiere ich das nochmal neu, ja? Dann drehe ich nicht das Video nochmal neu, sondern ich synchronisiere das neu. Also, wenn meine Stimme ein bisschen komisch klingt und nicht ganz zu den Mundbewegungen passt, dann liegt es daran, weil mein Mikro ein Arschloch ist, okay? Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch. Ja, in dem heutigen Video werde ich ein bisschen über meine Ziele für 2018 sprechen. Aber warum? Fragt sich der eine oder andere vielleicht. Und zwar glaube ich, dass es für mich sehr interessant sein wird, wenn ich mir am Ende des Jahres dieses Video nochmal anschaue und sehen kann, was ich für Ziele hatte und welche ich denn wirklich davon umgesetzt habe. Ja, die erste Herausforderung, die jetzt schon im Januar ansteht, ist das Kolloquium. Es wissen jetzt wahrscheinlich manche Leute nicht, was das ist, weil das gibt es nicht in allen Bundesländern. Deswegen erkläre ich das mal kurz, ja. Und zwar haben wir eine Seminarfacharbeit geschrieben und die müssen wir jetzt im Januar nochmal verteidigen quasi. Und das ist das Kolloquium. Also, da müssen wir die Seminarfacharbeit quasi nochmal als Vortrag halten mit zusätzlichen Sachen halt dazu. Ja, und am Ende gibt es halt eine Note und wenn wir die nehmen wollen, dann müssen wir quasi nur eine mündliche Prüfung machen fürs Abi und nicht zwei. Und deswegen wäre es halt gut, wenn die Seminarfacharbeit gut wird und das Kolloquium halt auch, ne? Ja, die zweite Sache, die jetzt im Januar auch schon ansteht, ist mein 18. Geburtstag. Woo! Ja, also das ist jetzt kein wirkliches Ziel, aber es ist halt wichtig, ne? Es ist wichtig. Eine ganz wichtige Sache, mein Geburtstag. Hallo! 18. Geburtstag. Wenn ich dann 18 bin, dann bin ich ja offiziell quasi erwachsen und kann Dinge für mich entscheiden, ohne dass ich die Erlaubnis von meinen Eltern brauche. Und dann ist der erste Plan von mir und meiner besten Freundin Agi, dass wir uns ein Freundschaftstattoo stechen lassen. Und ja, es kann natürlich sein, dass wir uns eine Woche später nicht mehr leiden können, aber das Tattoo erinnert ja dann trotzdem an diese alten Zeiten, ne? Und selbst wenn ich dann die Agi nicht mehr leiden kann, dann waren ja trotzdem die Zeiten mit ihr schön. Und ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich, dass ich die Agi irgendwann nicht mehr leiden kann. Und ich halte es auch für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Agi mich irgendwann nicht mehr leiden kann. Weil die Agi, ne? Naja. Die kann mich schon gut leiden und die kann mich für immer gut leiden, ja. Das größte Ziel dieses Jahres ist für mich natürlich, dass ich mein Abi schaffe. Und mir ist auch tatsächlich scheißegal, mit welchem Durchschnitt. Hauptsache Abi, ja. Ja. Und dazu gehört natürlich auch, dass man lernt, viel lernt vielleicht, ja. Und ich bin halt grundsätzlich eine sehr faule Person, wenn es ums Lernen geht. Deswegen setze ich mir als Ziel, dass ich fürs Abi auf jeden Fall viel lerne und schon früher anfange zu lernen als 2 Wochen vorher. Habe ich schon gehört, weil es wäre halt schon ein bisschen knapp. Vielleicht. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ich mein Abi bestehe, dann brauche ich natürlich auch was, was ich nach der Schule mache. Und im Moment habe ich noch keine Ahnung, was ich mal werden will. Deswegen ist mein Ziel, dass ich auf jeden Fall am Ende des Jahres weiß, was ich mal für ein Studium machen will oder was ich mal für eine Ausbildung machen will. Das wäre auf jeden Fall angebracht, würde ich sagen. Das ist so dumm, wenn man es neu synchronisiert. Ich fände es auch echt cool, wenn das Mikro einfach anzeigen würde. Ja, ich funktioniere gerade übrigens nicht. Ne, warte lieber mal einen Moment. Würde ich sagen, Mikro, bist geil. Zeigst es mir an. Ein weiteres wichtiges Ziel für mich dieses Jahr ist, dass ich meinen Führerschein mache. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen mit der Theorie angefangen. Und ja, also ich fände es ganz toll, wenn ich dieses Jahr meinen Führerschein noch in der Hand halten dürfte. Und das dürfte eigentlich auch nicht so schwer sein, hoffe ich mal. Und mein letztes kleines Mini-Ziel dieses Jahr ist, dass ich am Ende des Jahres auf dem Klavier River Flows in You spielen kann, weil ich liebe das Lied voll doll und ich fände es voll cool, wenn ich das spielen könnte. Ja, aber da ich, wie schon gesagt, sehr faul bin, wenn es ums Lernen geht und dazu gehört halt auch Klavier lernen,
halte ich es eigentlich für ganz schön unrealistisch, dass ich das kann am Ende des Jahres, aber ich würde mich sehr darüber freuen und ich wäre sehr, sehr stolz auf mich. Ja. 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 So, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zusehen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Volk.